Und das Spiel läuft. Die Heimmannschaft ist für ihre Konter bekannt und ich glaube, das wird auch das heutige Spiel wieder prägen. Sehe ich ganz genauso. Das ist einfach ihre ganz große Stärke. Diese blitzschnellen Vorstöße, diese überraschenden Momente. Tyler Adams. Christopher Nkunku. Yusuf Paulsen. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Was macht er draus? Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Mich begeistert immer wieder, wie gut der mit seinen Kollegen zusammenspielt und wie er die Mitspieler immer wieder einsetzt. Christopher Nkunku. Wird's jetzt gefährlich? Ball kommt in die Mitte. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Und da ist der Ball wieder weg. Sie versuchen's. Blockt den Schuss erstmal ab. Fairplay ist das Wichtigste. Dani Olmo. Yusuf Paulsen. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. RB Leipzig, da sind sich viele in Fußball-Deutschland relativ einig. Den Verein mag man nicht, aber ich finde, man muss ihm eine Chance geben. Und es ist ja im Übrigen, Wolf, nicht so, dass da nur mit dem ganz großen Geld rumgeworfen wird. Man hat auch ein tolles Gespür für junge Spieler, für Nachwuchsleute. Ich finde das schon irgendwo spannend, was sich da entwickelt. Die Chance! Da ist die Führung. Und sie haben es sich wahrlich verdient. Ja, bisher total überlegen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Niederlechner. Gregoritsch. Rani Khedira. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Jetzt die Flanke. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Vielleicht der Ausgleich. Das Tor und jetzt ist das Spiel wieder offen. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst der ruhige Aufbau und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Kampel. Dani Olmo. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gut gemacht. Gutes Tackling. Gutes frühes Stören. Caligiuri. Felix Odukay. Gregoritsch. Rani Khedira. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Vorne der Ballgewinn.
Da hat er klasse gearbeitet. Michael Gregoritsch. Schöne Aktion. Gute Gelegenheit. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Verteidiger ist dazwischen. Da kommt nochmal das Tor in der Wiederholung. Schönes Tor, klasse Abschluss. Ecke kommt in den 16er. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. So, Ecke kommt. Da reagiert er gut nach diesem Eckball. Kampe. Kevin Kampe. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Keeper geht gut zum Ball, forstet ihn weg. Strobel. Rani Khedira. Florian Niederlechner. Amadou Haidara. Tyler Adams. Kampel ist das mit dem Ball. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Leipzig über außen. Und jetzt haben sie den Ball. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles total offen hier. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Die Leipziger haben Anstoß in dieser zweiten Hälfte und damit gehen wir rein in diese Partie. Tyler Adams. Dani Olmo. Kampel. Dayot Upamecano. Kampel. Und da ist der Ball wieder weg. Das Pressing ist da. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Dani Olmo. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Rani Khedira. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Im Moment stehen sie geballt hinten drin. Tyler Adams. Weiter dieses Unentschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter, aber das war dann doch nichts. Er gibt das Foul und Freistoß. Ja, sie können erstmal klären. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Und gibt's jetzt die Führung. Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Yusuf Paulsen. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Thank you.
Die Ecke kommt rein. Erstmal geklärt. Sie machen schon sehr früh Druck. Caligiuri. Klasse Einsatz. Kovalev. Strobel. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Wird Abschluss geben jetzt. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Kovalev. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Es geht mit Abschluss weiter. Tja, das ist heute noch nicht sein Spiel. Es wirkt fast so, als würde er sich heute eine Auszeit nehmen. Ein ganz schwaches Spiel. Klostermann. Forsberg. Justin Kluivert. Christopher Nkunku. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da können Sie erstmal klären. Yusuf Paulsen. Harter Schuss, aber Ball geht neben das Tor. Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Caligiuri. Er schirmt den Ball ab. Nur noch wenige Minuten und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Und das Tor, sie führen. Und das ganz spät in diesem Spiel müsste eigentlich die Entscheidung sein. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Jetzt wollen die Fans hier noch mal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch noch mal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Hier ist noch alles drin. 5 Minuten sind noch zu gehen. Justin Kluivert. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Amadou Haidara. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Sieht gefährlich aus. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Niederlechner. 2 Minuten mehr nachgespielt. Mit der vielleicht letzten Aktion könnten sie hier noch den Ausgleich packen. Ob das die richtige Entscheidung war, Fahne ist oben. Abseitsentscheidung hier. Und auch wenn es knapp war, ich denke, er liegt da richtig. Klostermann. Angelino.
Und das ist der Schlusspfiff. Leipzig holt sich hier also den Sieg. Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist.